Servus und herzlich willkommen. In dem heutigen Video geht es um SimBrief von Navigraph. Mit SimBrief kannst du ganz einfach mit wenigen Eingaben und ganz wenigen Schritten richtig umfangreiche und reale Flugpläne erzeugen, die sogar die Windrichtung beim Start und beim Landen berücksichtigen. Und nicht nur das, du bekommst sogar eine Flugroute, so wie es in der realen Welt mehr oder weniger geflogen werden würde. SimBrief gibt es in einer kostenlosen Version, aber auch in einem Abo-Modell, wo man monatlich oder jährlich etwas zahlt. In der kostenlosen Version gibt es halt den einen Nachteil, dass die Navigationsdaten halt ein bisschen älter sind als wie in der Bezahlversion. In der Bezahlversion bekommt man alle 28 Tage eine Aktualisierung und hat somit immer das aktuellste Kartenmaterial. Aber genau genommen ist das gar nicht so wichtig. Ich weiß nicht, wie ernst du das nimmst mit dem Fliegen und den Routen, aber ich komme mit meinen älteren Flugplänen genauso sicher an mein Ziel. Du kannst es vergleichen wie mit einem Kartenupdate von deinem Autonavigationssystem. Wenn du die Karten nicht aktualisierst, kommst du auch ans Ziel. Hast aber vielleicht nicht die neuesten Strecken. Und beim Fliegen ist es gleich, du hast halt dann eventuell eine ältere SIT oder STAR, aber das macht nichts, man kommt eben trotzdem an. Dafür kostet es halt eben nichts. Wenn du dich doch für die Bezahlversion entscheiden möchtest, hast du dann auch noch den Vorteil, dass du ein ganzes Programm dazu bekommst, was neben dem Flugsimulator mitläuft, neben den aktuellen Daten natürlich. Du kannst jeden Jeppesen Chart eigentlich einsehen. Das heißt Taxi, Runways, Apron, ILS, es gibt eigentlich zu alles irgendwo einen Plan, den du dir abrufen kannst. In der kostenlosen Version müssen wir uns die Charts halt anderswertig besorgen. Da haben wir keinen Zugriff drauf, auch nicht auf die alten. Und nicht nur die Wetter- und Winddaten werden berücksichtigt, SimBrief erstellt dir auch noch ein Loadsheet für deine Passengers, für deine komplette Payload und so weiter und so fort, inklusive dem Blockfuel. Das heißt, du musst jetzt nicht anfangen, irgendwas auszurechnen, sondern du kriegst einfach wirklich einen passenden Plan, den du dann im Simulator so laden kannst. Und bei Flugzeugen mit SimBrief-Integration sparst du dir sogar die händische Eingabe von diesen ganzen Werten. Da gibt es meistens einen Button mit Import from SimBrief und dann sind all diese ganzen Daten gleich unmittelbar gesetzt oder werden eben dann von GSX beim Betanken, beim Refueling auf den jeweiligen Wert gesetzt. Wirklich total praktisch und steigert die Immersion noch einmal auf ein neues Level. Bevor es losgeht, brauchen wir erstmal einen Navigraph-Account für SimBrief. Ich gehe mal davon aus, dass du noch keinen hast, deswegen geh mal auf simbrief.com und surf die Seite an. Danach gehen wir auf Login und erstellen uns den Account. In der Login-Seite haben wir eben die Möglichkeit zu sagen, don't have an account, create one. Wir wollen den jetzt erstellen. Du kannst dir aussuchen, ob du mit Google, Apple oder Microsoft dich anmelden möchtest oder ob du dich hier mit deinen persönlichen Daten einfach anmelden möchtest. Gib das alles ein, klick auf Create Account und schau, dass du auf jeden Fall das kostenlose Modell auswählst, wenn er dich denn fragt, ob du die Bezahlversion machen möchtest. Nachdem du deinen Account angelegt hast, gehst du auf simbrief.com, gehst dann auf Dispatch, gehst auf Dispatch System und dann landest du in der SimBrief Startseite. Diesen Link kannst du dir dann auch gleich bookmarken, weil den wirst du öfters brauchen. Dann schaut die Seite vermutlich ähnlich aus wie bei mir, nur dass ich halt schon einen Flugplan geladen habe, du vermutlich noch nicht. Und der nächste Schritt wird einmal sein, dass wir einen neuen Flugplan erstellen. Das erste, was SimBrief von uns wissen möchte, ist der Airline ICAO. Der ist dreistellig, das heißt, ich wähle hier natürlich wie immer AUA aus für Austrian Airlines. Flugnummer kannst du dir wahlweise auswählen, ich nehme 755. Departure ist unser Abflugflughafen, da nehme ich jetzt einfach mal Graz, LOWG. Und als Arrival-Flughafen nehmen wir Wien, LOWW. Und die Uhrzeit bleibt einfach mal live. Verändere ich jetzt einfach mal nichts. Und das ist UTC natürlich, das heißt, das weicht aktuell um 2 Stunden ab. Dann der nächste Schritt für die Kalkulation ist wichtig, der Aircraft Type. Da nehmen wir jetzt zum Beispiel den Fly-by-Wire A320, der ist abgekürzt mit A20N. Den wählen wir da aus und dann gibt es meistens noch einzelne Variants oder Airframes, die dann quasi noch ein bisschen spezifischere Daten setzen. Das heißt, da wähle ich auch noch den Fly-by-Wire aus. Wir bekommen hier dann noch ein paar Daten gesetzt, wie ein Climb-Profile und so weiter, Cruise, den Cost-Index lösche ich meistens immer raus. Der soll sich pro Route eben selbst setzen lassen und die restlichen Daten lasse ich meistens auch gleich. Beim ATC-Callsign ist es wichtig, der Airline ICAO ist nicht zwingend gleich wie das ATC-Callsign. Das heißt, bei Austrian Airlines beispielsweise ist es nicht our 755, so wie es hier vorgeschlagen werden würde, sondern OS 755. Genau, das setze ich dann auch entsprechend. Ist realitätsgetreu und dann können wir diese Section eigentlich schon verlassen. Der nächste Punkt, den lasse ich eigentlich auch immer so, wie er ist. Da sagt er mir eben, welchen Airlock Cycle wir auswählen. Er rechnet mal von 20 Minuten Taxi out und 8 Minuten Taxi in, eben für die Fuel-Kalkulation ein. Das lasse ich auch meistens so, einen Alternate, falls mal irgendwas sein soll beim Landen, dass man noch ausweichen können, so wie man das eben da ganz schön sieht.
Also wir sehen hier zum Beispiel, oben hat er dann LHBP als Ausweichflughafen genommen, nämlich Budapest, ein ganzes Eckerl weiter genau genommen. Aber das rechnet er einfach auch mit ein. Es ist in einer echten Refueling-Kalkulation genauso mit enthalten. Man hat ja nicht immer nur den Sprit mit, den man tatsächlich braucht von A nach B, sondern noch viel, 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 viel mehr, damit man im Notfall eben noch genug mit hat. Dann der nächste Block ist die Blocktime. Das heißt, für diese Strecke hier würde er jetzt einen kompletten Block von 55 Minuten vorschlagen, auch wenn die Airtime wahrscheinlich nur so 20, 25 Minuten sein wird, aber inklusive Starten, Taxi und so weiter und so fort, kommen wir hier auf eine Blocktime von 55 Minuten, was auch schon mal gut zu wissen ist hier an der Stelle. Der nächste Schritt ist jetzt wetterabhängig, das heißt, hier schlägt er uns vor, wir fliegen von der 16C weg in Graz, weil der Wind halt heute gerade so geht und wir landen auf der Arrival Runway in Wien auf der Nummer 11. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine andere Uhrzeit, ein anderes Datum setzen würden, dann könnte es sein, dass wir da unten andere Werte bekommen, wenn wir dann zum Beispiel in die gegenteilige Richtung landen, weil der Wind sich gedreht hat. Altitude, Passengers und so weiter kann man alles auf Auto lassen. Wenn man ein großes Flugzeug fliegt und nicht allzu viele Leute einsteigen lassen möchte, kann man die natürlich limitieren. Ich lasse das jetzt auf Auto, weil das soll er natürlich perfekt planen. Fuel Blending möchte ich gar nicht viel weiter mitgeben, soll er automatisch machen. Und der letzte Punkt, der noch wichtig ist, ist eben die Selected Route, also die Route. Wir fliegen hier quasi über bestimmte NAV-Aids, das ist unsere SIT. Über diese SIT fliegen wir ab. Das sind zwei GPS-Points und das ist dann quasi unser Star, um wieder auf der 11 zu landen. Und was jetzt eben passieren kann in der kostenlosen Version ist, dass das jetzt eben nicht ganz aktuell ist. Dass es zum Beispiel in dem aktuellen Arrag Cycle Nixie 3W wäre, weil es einfach schon einen neuen Anflug gibt oder eben nicht. Das ist die einzige Konsequenz. Man muss im Flugzeug, im FMC dann meistens nur aufpassen, was man auswählt. Es gibt ja eh nur eine zur Auswahl. Der erstellte Flugplan schaut jetzt gut aus. Ich würde jetzt sagen, wir generieren den mal. Klicken hier auf Generate Flight. Man könnte dann hier oben auch noch eine zweite Route irgendwie calculaten, um zu schauen, ist die vielleicht effizienter zu fliegen oder wie auch immer. Aber das sprengt jetzt den Rahmen. Wir wollen wirklich eigentlich nur von A nach B fliegen, reale Daten bekommen, ein echtes Loadsheet bekommen und so weiter und so fort. Und da sieht man zum Beispiel ganz schön, dass wir unter der Transition Altitude bleiben, das heißt 9000 Fuß. Das heißt, wir werden nie schneller als 250 Knoten fliegen. Würde man drüber gehen, dann würde man es natürlich dürfen. Aber in dem Fall schlägt er vor, dass 9000 die optimale Höhe ist für diese Route mit diesem Gewicht unter diesen gegebenen Bedingungen. Wie auch vorhin erwähnt, wir sehen, die Airtime ist eigentlich 32 Minuten. Die Blocktime ist jetzt auf eine Stunde gestiegen. Und genau, das heißt, wir sind insgesamt eine Stunde unterwegs mit Taxi, mit Start und mit Landung und wieder Taxi zum Gate. Und wirklich in der Luft sind wir 32 Minuten. Und viel mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich gar nicht zum Sagen. Jetzt können wir uns diesen Flugplan runterladen. Da gehen wir jetzt einmal auf Flight Plan Downloads. Und da kannst du dir dann aussuchen, was du brauchst. Wenn du nur den Microsoft Flugsimulator nutzt, dann nimmst du FS 2020 und kriegst eine PLN-Datei, was quasi dem Flugplan entspricht. Beispielsweise nutzt du die PMDG, dann gibt es auch noch Wetterdaten, wie den Wind-Uplink zum Beispiel. Oder noch eine eigene Route-Datei für die PMDG. Die müsstest du dann auch eigens runterladen und in den jeweils dafür vorgegebenen Ordner reinkopieren, dass man es in der PMDG dann auch laden kann. Ziemlich kompliziert, deswegen gibt es dafür eine Lösung, nämlich den SimBrief Downloader. Den SimBrief Downloader, den kann man sich herunterladen. Den holen wir uns da. Ich habe ihn natürlich schon installiert und öffne den. Und der ist so praktisch, dass wir quasi im Vorfeld einfach konfigurieren können, was wir haben wollen. Und zwar einfach immer. Und wenn man da jetzt meine Konfiguration ansieht, also ich möchte immer die PLN-Datei haben für den Flugsimulator. Und zwar immer in denselben Ordner, wo der Microsoft Flugsimulator auch den Ordner immer gleich öffnet. Dann möchte ich für die ATR zum Beispiel die Dateien haben und für die PMDG zum Beispiel auch. Und dann kriege ich mit einem einzelnen Klick Export Selected Formats alles heruntergeladen. Er fragt mich nicht, wenn es irgendwas schon gab, dass er das überschreiben muss und so weiter und so fort. Er macht es einfach. Und schon bin ich ready to go. Wenn du aber keine PMDG oder keine ATR oder so weiter fliegst, dann reicht dir natürlich diese eine Datei und dann kannst du dir aussuchen, ob du dir den SimBrief Download herunterladen möchtest oder ob du einfach jedes Mal dahergehst und auf Download gehst. Und wenn man doch schon ein bisschen tiefer in der Materie unterwegs ist, kann man sich natürlich auch anschauen, was der SimBrief-Flugplan noch alles beinhaltet. Bei Briefing, Preview zum Beispiel, da steht ja alles Mögliche drinnen, wie zum Beispiel der Blend Fuel und wie er sich zusammensetzt. Also der Trip Fuel, dann noch 15 Minuten obendrauf, dann noch der Fuel, um zum Alternate Airport zu fliegen und dann auch noch oben eine Reserve obendrauf. Und dann, wie man sieht, kommt man am Ende auf die Gesamtsumme und so weiter und so fort. Der Flugplan ist dann noch einmal drinnen.
Die Windinformationen sind noch einmal drin pro Fluglevel und so weiter und so fort. Also ein richtiger Flugplan steckt sich da dahinter. Wenn dich das Ganze wirklich interessiert, dann kannst du dich da ja im Detail reinfuchsen und dir alles nachschauen, was du eben so wissen willst. Wenn du so wie ich einfach nur von A nach B fliegen möchtest mit einem halbwegs realen Flugplan und halbwegs realen Daten, dann musst du dir das nicht anschauen. Dann reicht dir quasi wirklich hier diese Übersicht. Wer sind wir? Von wo? Nach wo? Wann fliegen wir? Das ist nämlich relevant fürs Wetter. Wie hoch fliegen wir? Was ist unser Cruise-Profile? Und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch noch das Loadsheet, also die Gewichte. Die sind auch relevant. Dann wird es jetzt Zeit, dass wir uns das Ganze im Microsoft Flight Simulator in Action anschauen. Und eins noch vorweg, die Flugzeuge mit einer SimBrief-Integration verlangen von dir einmalig die Eingabe deiner Piloten-ID. Die müssen wir uns zuerst noch raussuchen, dazu auf Account-Settings. Und dann bei Your SimBrief Data hast du hier deine Piloten-ID. Hier einfach in die Zwischenablage kopieren oder einfach merken und eingeben. Was man hier an der Stelle auch schon ganz schön sieht, ist eben, dass hier schon weitaus mehrere Error-Cycles es gibt. Ich bin hier quasi in der kostenlosen Version in der 2303. Und es gab halt danach schon viele aktuellere. Und wie wir vorhin gehört haben, die Daten sind alle 28 Tage, werden die aktualisiert. Das heißt, momentan gibt es auch schon einen Cycle, der bis 15. Mai geht. Der Flugsimulator ist gestartet, jetzt wird es also Zeit, dass wir auf die Weltkarte gehen und dann je nachdem, ob du dein File schon heruntergeladen hast oder nicht, noch das File herunterladen. Das kannst du eben machen über die Webseite unter Flightplan Downloads, wie vorhin erwähnt, oder aber über den SimBrief Downloader. Der Flugplan ist heruntergeladen, das heißt, wir können unten auf Mehr gehen und dann auf Laden. Dann von diesem PC laden, da haben wir dann schon mal den allerersten Schritt und dann haben wir hier eben unseren erstellten Flugplan, den wählen wir aus mit Doppelklick und dann haben wir da alles Mögliche drinnen, was wir eben im Flugplan geplant haben. Wir fliegen jetzt da beispielsweise mit dem Fly-by-Wire A320neo natürlich in der Austrian Airlines Livery und dann schauen wir uns natürlich an, wie das Ganze im Airbus ausschaut. Wir sagen hier Abflug festlegen. Das Einzige, was sich nicht synchronisiert, ist die Uhrzeit. Das heißt, wenn wir da jetzt schauen, was haben wir denn eigentlich für eine Uhrzeit? Wir haben 15.50 Uhr. Da müssen wir dann, je nachdem wie lange wir brauchen, halt die Uhrzeit noch setzen. Um 15.50 Uhr geht es los mit dem Abflug. Das heißt 20, 30, 40 Minuten, je nachdem wie lange du fürs Boarding brauchen möchtest, ob du GSX nutzt oder nicht, planst da halt ein. Aber um 15.50 Uhr wollen wir abfliegen. Das heißt, die Zeit entsprechend setzen. Dann gehen wir auf Losfliegen. Jetzt sind wir im Cockpit von unserem Fly-by-Wire A320 angekommen und das erste, was wir machen, ist einmal zum Tablet gehen und dort dann die Einstellungen prüfen. An dieser Stelle kannst du deine SimBrief-Daten ganz einfach mit einem Buttondruck importieren. Wenn du diesen Button nicht siehst oder er bei dir ausgegraut ist, musst du zuerst noch deine Piloten-ID eintragen, dazu auf die Einstellungen, dann auf Optionen von Drittanbietern und hier bei SimBrief-Benutzer-ID deine Benutzer-ID eintragen. Wo du die findest, habe ich dir vorhin schon gezeigt. Wenn das dann gemacht ist, gehst du wieder zurück und klickst auf SimBrief-Daten importieren. Dann passiert die ganze Magie und jetzt haben wir unseren Flugplan, also Start und Ziel, die ganzen Wetterdaten, unsere Route und natürlich diese ganze Payload. Das heißt, wir wissen, 174 Leute wollen einsteigen, Fracht und so weiter, Zero Fuel Weight. Wenn du GSX Pro nutzt, kannst du das auch noch mit GSX synchronisieren. Das heißt, das ganze Beladen erfolgt dann auf Basis von dem SimBrief-Plan gemeinsam mit GSX Pro. Das heißt, die sind dann nicht einfach wupp alle eingestiegen, sondern das geht dann mit der Animation von GSX mit. Wie du das aktivieren kannst, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Schau dir das unbedingt gerne nach diesem Video hier an. Ich habe es dir verlinkt. Und der zweite Reiter ist eben der Treibstoff. Wir sehen auch hier, wir haben gerade einfach 2,4 Tonnen mit an Bord. Durch unseren SimBrief-Plan wissen wir, 3,8 Tonnen nehmen wir mit. Und auch hier kannst du die GSX-Synchronisation aktivieren, dass das Refueling über GSX dann gleichzeitig passiert. Und wenn das abgeschlossen ist, erst dann haben wir tatsächlich den Treibstoff beladen. Wenn nicht, kannst du hier auch einfach Play drücken und dann aussuchen, ob das sofort, schnell oder real passieren soll. So funktioniert das Ganze im A320neo vom Fly-by-Wire. Jetzt schauen wir uns das Ganze im Phoenix an, nehmen denselben Flugplan, den wir vorhin erstellt haben, laden den wieder, kommen wieder exakt dieselbe Strecke. Auch der hat ein Tablet, da gehen wir auf die Settings, hier dann deinen Usernamen eintragen und du bist ready to go. Und hier können wir dann über Tap to Import from SimBrief mit einem Klick den kompletten Flugplan eben wieder von SimBrief laden. Hier schaut das Ganze ein bisschen anders aus als beim Fly-by-Wire. Da kann man dann auch noch weiter steppen durch die Route und durch die einzelnen Metas und so weiter und so fort. Man hat auch hier beim Mass and Balance wissen wir nun, dass wir genau genommen diese 174 Leute laden wollen, genau denselben Cargo und eben genau denselben Fuel.
Und wenn wir jetzt dann hier noch auf Load Aircraft klicken würden, würde hier wieder die Möglichkeit bestehen, eben das Ganze mit GSX zu machen. Dann sieht man auch die Animationen dazu oder halt eben vom Phoenix selbst auf seine eigene Art und Weise. Das war's aber dann noch nicht. Wir müssen dann auch noch die Batterie aufdrehen und das Ganze im Flugplan unten im FMC eingeben. Das heißt, dazu gehen wir dann jetzt noch aufs FMC, warten bis das da ist. Jetzt ist das FMC auch verfügbar. Gehen jetzt aufs FMC, dann gehen wir auf Init und hier gibt es dann den Button Init Request. Den hat es beim Flyber war ja nicht gegeben, der hat das automatisch schon vom Flugplan aus der Weltkarte übernommen und der Rest eben über das Tablet. Hier beim Phoenix musst du, wenn du die Route importieren möchtest, noch zusätzlich sagen Init Request, damit die Flugroute tatsächlich auch in dem FMC mit drinnen ist. Ansonsten musst du sie hier jetzt von Hand eingeben. Dann natürlich die Flugnummer hat er nicht mit übernommen, ein paar andere Daten müssen wir auch manuell eingeben. Also wir sind OS755, fliegen auf CI40, also geben wir mal das erste ein. OS755, die 9000. Das wären alle Daten, die wir hier brauchen. Den Wind kann man sich dann quasi so requesten. Den muss man jetzt nicht einzeln über eine andere Datei, so wie bei der PMDG mit downloaden, sondern den requestet man hier einfach mit. Und jetzt haben wir den Flugplan auch tatsächlich in seiner groben Struktur da drinnen. Sit und Star müssen wir natürlich noch manuell selber hinzufügen. In dem Fall gehen wir dann daher auf Departure, schauen uns wieder an, von wo wir abfliegen. Das heißt 16C über die Europa 4G. Wählen wir aus 16C, dann bietet er hier nur noch die Auswahl an, die dazu passt, Europa 4G. Haben das dann inserted. Dann gehen wir auf LOWW, auf unsere Destination, gehen auf Arrival. Auch hier wissen wir, wir landen über die 11, über Nixie 2W. 11, wählen das jetzt aus. Und hier sieht man dann auch schon, dass das Flugzeug selber sogar noch ein noch älteres Kartenmaterial hat, als mir im Simbrief schon angeboten wird. Aber auch das ist überhaupt kein Problem. Wir wählen das aus, wir kommen an. Bis 10. Temporary Insert, dann haben wir unseren Flugplan da drin, löschen dann noch die Discontinuity hier weg und dann haben wir tatsächlich einen sauberen Flugplan, der eine gesamte Route abbildet. Jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze in der Boeing 737 von PMDG funktioniert. Dort gibt es auch ein EFB, dort klickt man auf Electronic Flight Back, dann gehen wir auf die Einstellungen und setzen hier unseren Simbrief Alias, den mal eingeben und auf Save klicken und danach hast du den Button Request Data from Simbrief. Ich klicke den mal. Auch da passiert dann der gesamte Import von der Route, so wie wir es vorhin schon gesehen haben. Wir können uns das Wetter dann hier ausgeben lassen und so weiter und so fort. Dann haben wir mal das erste getan. Wichtig ist natürlich, dass wir auch einen Strom im Flugzeug haben und wir auch die Ground Power entsprechend gesetzt haben. Die setzen wir noch schnell. Ground Power ist vorhanden. Ground Power wird mal gesetzt. Das Flugzeug kommt zum Leben. Dann gehen wir ins FMC und schauen uns an, was wir dort setzen müssen. Gehen auf Route und hier haben wir dann die Möglichkeit, den Flightplan mit Flightplan Request zu requesten. Einerseits von den Dateien, die wir vorhin über diesen Simbrief Downloader heruntergeladen haben oder aber auch direkt von Simbrief selbst. Das wählen wir dann einmal aus und diese Route setzen wir. Das dauert dann ganz kurz. Jetzt klicken wir auf Flightplan Request, wenn der Hintergrund weg ist, dann auf Load und dann ladet er das tatsächlich auch in den Flight Management Computer hinein. Das werden wir gleich sehen. Das müssen wir dann auch noch mit Execute bestätigen. Zuerst heißt Activaten und jetzt Execute. Da könnte man noch den Rest setzen, das skippe ich jetzt aber. Und dann sehen wir auch hier wieder, wir haben unsere zwei Hauptpunkte von der Route eben bekommen. Und Departure sowie Arrival müssen wir auch hier wieder händisch setzen. Wir wissen noch von vorhin 16C über die Europa 4G. Das wählen wir aus und sagen hier Execute, dann gehen wir zurück, gehen auf Arrival, wissen noch von vorhin, wir landen auf der 11 und das Ganze über die Nix 1W, korrekt, Execute und jetzt ist der Flugplan auch eigentlich komplett so, wie er im Simbrief geplant ist. Hier ist noch eine Discontinuity drin, die werden wir noch wegtun, das hier anklicken und darauf schieben, Executen und jetzt haben wir die Route vom Simbrief vollständig importiert, genau mit den Punkten auch drin, die das echte Flugzeug auch fliegen würde. Und zu guter Letzt schauen wir uns das Ganze noch bei einem Flugzeug an, was keine Simbrief-Integration mitbringt. Das heißt, der A320neo von Asobo ist zum Beispiel so einer. Da laden wir genau denselben Flugplan, den wir uns ja im Vorfeld schon erstellt haben. Wichtig an der Stelle ist jetzt, dass alle Zwischenpunkte hier, die auf der Route liegen, 1:1 übernommen werden.
Das heißt, wir werden gleich sehen, dass er in unserem Flugplan Ropak, Nixi und Ballard schon anbietet. Die Abflüge und die Ankünfte beim Airbus A320 zum Beispiel müssen wir trotzdem manuell setzen. Das kann von Flieger zu Flieger variieren. Der Fly-by-Wire A320neo wird es zum Beispiel mit übernehmen, der A320 von Asobo macht es eben nicht. Die meisten machen es eigentlich nicht. Und außerdem macht es ja auch Spaß, das im FMC zu setzen. Wir befinden uns jetzt im Cockpit vom A320neo von Asobo, drehen da mal den Strom auf, damit wir auch wirklich was sehen und gehen mal in den Flight Management Computer ins FMC und schauen uns an, was wir bei Flightplan vorfinden. Also wie gesagt, eben den Start, die drei Mittelpunkte, die wir dann hatten und das Ende. Hier noch ein Deceleration Point fürs Entschleunigen. Die Departure sowie die Arrival, die müssen wir eben selber setzen. Er weiß noch die Runway 16C, das hat er noch, das kann man hier noch übernehmen. Aber die SIT hat er schon eben nicht mehr übernommen. Und da wählt man dann auch wieder die richtige aus. Ropak 4G, sagen Insert, gehen dann auf den letzten Punkt, gehen auf Arrival. Wissen immer noch auswendig, dass wir auf der 11 landen, wählen die 11 aus. Wir kommen über Nix 1W oder Nix 2W, je nachdem was er uns hier anbietet. Und da haben wir es auch schon. Es ist sogar in dem Fall schon bestätigt. Das heißt, das müssten wir gar nicht mit auswählen. Wir wählen es mit aus und sagen hier Insert. Und dann haben wir hier unter Flight Plan auch eine wunderbare Route mit allen Punkten dazwischen. Das ist dann eben unser Star über die einzelnen Punkte, wo wir dann niedriger und langsamer werden und dann letztendlich auf der Runway 11 landen. Und grundsätzlich gilt, alles, was du da im Simbrief so an Daten planst, kannst du auch immer manuell setzen. Nur weil der Flieger keine Simbrief-Integration hat, heißt das nicht, dass du das nicht nutzen kannst. Ich nutze Simbrief eigentlich immer. Und das macht in der kostenlosen Variante mindestens genauso viel Spaß wie in der Bezahlvariante. Nur, dass du halt eben kein zweites App neben dem Flugsimulator offen hast, wo du alle Pläne einsehen kannst, mitverfolgen kannst, wo du gerade bist auf einer Map. Wenn du dich, so wie ich, damit abfinden kannst, dass du etwas älteres Kartenmaterial hast und du auch nicht unbedingt nebenbei eine zweite App brauchst, wo du alle Pläne einsehen kannst, dann ist die kostenlose Version von Simbrief absolut ausreichend für dich. Und vielleicht kommst du ja auf den Geschmack und das Abo ist ja dann doch was für dich. Du kannst mir auch sehr gerne Gründe liefern, warum ich unbedingt die Bezahlvariante mal ausprobieren soll. Vielleicht verpasse ich ja was und übersehe irgendein cooles Feature. Schreib es mir gerne in die Kommentare und lass es mich wissen. Und das soll es mit dem heutigen Video auch schon wieder gewesen sein. Ich habe dir alles erzählt über Simbrief, über die kostenlose Version, was du wissen musst, damit du das selber ausprobieren kannst, damit du dir selber ein Bild machen kannst und vielleicht ist Simbrief ja was für dich. Genau genommen gibst du wenige Daten ein, wie Startflughafen, Zielflughafen, Datum, Uhrzeit und dein Flugzeug und du hast einen fertigen Plan. Viel einfacher geht's nicht. Wenn du das ohne Simbrief machst, hast du ja kaum weniger oder mehr Klicks. Und so hast du zumindest deine Payload, dein Blockfuel und all diese ganzen Daten immer individuell mit dabei und fliegst nicht einfach standardmäßig mit 50% Fuel. Und genau diese Feinheiten machen Simbrief, auch in der kostenlosen Variante, ja genauso interessant. Und so kompliziert ist es ja wirklich nicht, oder? Ich hoffe, ich konnte dir damit alle Fragen zu Simbrief vorweg beantworten. Wenn nicht, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Ich versuche dir auch diese Fragen dann noch zu beantworten. Und wenn nicht, hilft dir sicherlich auch jemand aus der Community. Und ich hoffe, dass dich der Ehrgeiz jetzt gepackt hat, um Simbrief selbst auszuprobieren. Wenn du mich unterstützen willst, dann gib diesem Video einen Daumen hoch. Wenn du keine weiteren Videos wie diese hier verpassen willst, dann lass ein Abo da. Und wenn du noch Zeit hast, dann schreib mir was Liebes in die Kommentare. Ich würde mich freuen und ich schreibe dir auch auf jeden Fall zurück. Da du jetzt nun weißt, wie man Flugpläne auf Simbrief erstellen kann, aber vielleicht noch gar nicht weißt, wie man mit dem A320neo von Fly-by-Wire Cold and Dark von einem Flughafen zu einem anderen Flughafen fliegt, dann wäre vielleicht dieses Video was für dich. Da zeige ich dir alle notwendigen Schritte, damit du mit dem A320neo von Fly-by-Wire sicher und vor allem auch mit Spaß von A nach B kommst. Ich bin der Mario und es würde mich freuen, dich beim nächsten Mal wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Ciao Baba! Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, auch diese Playlist hier weiterzuschauen.